Der aus Stein gemeißelte begrüßt euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Grime. Wir haben uns beim letzten Mal hier durch den Pfad des Dieners durchgeboxt und sind jetzt wieder in einem neuen Gebiet angekommen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ach hier, doch. Palast der Gemeißelten. Da sind wir jetzt und... Das hier sieht nach einem Aufzug auf. Ich denke mal, den muss man erstmal freischalten. Da unten ist auch nochmal irgendwas. Warte mal, kommen wir hier hoch? Nee. Double Jump! Boah, wann kriegen wir das Ding endlich? Wenn es in dem Spiel kein Double Jump gibt, dann drehe ich durch. Es gibt in jedem Metroidvania einen Double Jump. Das ist Gesetz. Wollen wir hoch oder wollen wir erstmal nach... rechts. Ist lecker ein bisschen. Aha. Wo zur Hölle kommen wir hier hin? Appell. Formbringer des Atems, Enthüller der Form. Gewährt uns erneut das Vergnügen eurer Anwesenheit. Was? Okay, da fehlt wohl irgendwas. Kein Toter darf die Stadt Zenotaph betreten. Wir werden versiegelt sein, bis das Geschenk enthüllt wird. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Der Entsiegler ist erforderlich. Der Entsiegler. Okay, mal gucken, ob ich mir das merken kann. Mach da einfach mal rot hin. Also das ist... ein weiterer Ort, wo wir aktuell jetzt nicht weiterkommen. Aber wir haben noch andere Möglichkeiten. Wir können einmal hier runter. Das geht auch verdammt weit runter. Wir brauchen eine Karte. Schon wieder so ein schwirrendes Irrlicht. Sieht nicht so aus, als würde... Ach, warte mal. Das ist ein One-Way... Dammit. Ja, das ist ein Secret, wo man dann hier wieder rauskommt. Okay, gehen wir mal hier hoch. Schauen, was... Oh. Fantastisch. Direkt eins abgekriegt. Okay. Das ist eine Plattform. Hier ist was. Hä? Das war ein Schalter. Können wir den nochmal betätigen? Nee. Ach, der resettet die Plattform. Okay, ich verstehe. Gut. Na komm. So, die wären weg. Au. Okay. Wir haben das Zeug aufgenommen. Das ist schon mal die Hauptsache. Ich gehe nochmal nach unten und... Wobei... Wir brauchen nicht mehr so viel, bis die Heilung wieder vollständig ist. Machen wir erstmal den Spaß weg. Noch einmal. Wie lang? Okay, das wäre das erste. Und ja, jetzt würde ich sagen, resetten wir nochmal. Damit wir wieder volle HP haben. Wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Items zu nehmen, ohne dass man Schaden kriegt. Aber wäre mir jetzt gar nicht geläufig, wie. Das ist nochmal so ein Ding. Oh.
Ah, man kann einfach dazwischen stehen. Das ist ja ulkig. So, jetzt fahren wir mal wieder auf diese Seite. Au. Geht das hoch? Das geht hoch. Hooray dafür. Wo ist die Map? Ich meine, die kann... Oh, scheiße. Junge, bleib mal... Bleib mal locker hier. Okay, wir sind tot. Der wird aber zumindest nicht respawnen, wenn wir ihn mal erledigt haben. Würde ich stark vermuten. Apropos erledigt haben. Wir können, glaube ich, nochmal unsere... Genau, wir können das hier weiter züchten. Den Verzehrer. Hooray dafür. Mehr Heal. Stimmt, wir haben... Apropos Heal. Ich vergesse gerade, wir haben auch noch den, den anderen Heal. Yay. So. Machen wir das nochmal? Okay, das ist nicht so geplant gewesen. Schwierig hier durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen von diesen Stacheln. Ja, was willst du tun? Heilungsschnappen. Das ist ein bisschen ätzend, dass man da Schaden nehmen muss. Aber ich habe keine Ausdauer mehr und keine HP. Da oben ist noch mal einer. Ach Mist! Ich wollte ihn absorbieren, aber es ging nicht. Weil er den roten Angriff gemacht hat. Okay, aber... Kommt langsam. Mal die Plattform wieder bringen. Kann man die anhalten? Nicht wirklich. Au! So, du sparst. Dann nehmen wir das mit. Oh. Scheiße, jetzt sind wir schon wieder solo. Puh. Ging nochmal. So, jetzt müssen wir den da irgendwie töten. Ohne Schaden zu kassieren.
Und dann können wir uns wieder heilen. Hooray. Okay. Gut, das ist das Ende. Da könnte man hoch. Wir gucken uns noch die andere Seite an. Um zu sehen, was vielversprechender ist. Da ist wieder so einer. Ich würde sagen, die töten wir mal. Das finde ich so schwierig. Und geben ganz gut Heilung. Gerade jetzt mit dem neuen Upgrade. Okay, das klappt der einzige Weg, wie wir weiterkommen gerade. Okay, da kommen wir von oben auch noch runter. Au. Na komm. Nehmen wir das. Wir haben auch schon wieder eine Heilung. Yay. Okay, da kann man hoch. Hier kann man auch hoch. Dann kann man hier runter. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Die bleiben relativ lange offen. So, weiter hoch. Kleine Plattform-Passage. Okay, die Gegner können nichts. Das ist schon mal gut. Oh, shoot. Heilung. Grundgütiger. Ey, was ist denn los? Warum gehen sie nicht wieder weg, wie sonst immer? Was? Ach, Scheiße. Ah. Wenn man nicht versteht, wie die Mechaniken funktionieren, dann ist es super frustrierend. Ich mag es ja schwer, aber ich mag es nicht kryptisch. Vielleicht bin ich da auch alleine, wer weiß. Nein, alleine sicher nicht, aber vielleicht in der Minderheit. Es geht einigermaßen, man kommt durch. Da, dann hier lang. Hier weiter hoch. Das reicht jetzt aber. Ich vermute, da oben geht's weiter. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Oder auch nicht. Okay, hier geht's nicht lang. Das heißt, wir müssen hier hoch. Okay,
Da, den haben wir. Hier wieder abwarten. Ich denke, ich lasse die Items sein, bis wir den nächsten Checkpoint gefunden haben. Beide nichts mehr, die Spastis. Was ist hier auf der rechten Seite? Okay, gut. Vielleicht kann man die Dinger auch irgendwie dazu bringen, dass sie aufhören mit dem Scheiß. Ist hier unten was? Okay. Nichts Wichtiges. Das heißt, wir müssen hier lang. Das lasse ich mal da. Damit wir uns schön heilen können. Oh, hier stehen bleiben. Ach, das ist unser Aufzug. Nicht wahr? Gut, gehen wir mal kurz runter. Wir haben immer noch keine Map. Da ist... Okay, ich kann mich bewegen. Wir können da zwischendurch aussteigen. Gut, dann müssen wir nochmal gucken. Da gibt es bestimmt auch einiges nochmal zu entdecken. Ich glaube, wir können Level Up machen. Und wir können oben das Zeug einsammeln, da wir jetzt... diesen Aufzug hier haben. So, du gehst erstmal nach oben. Da habe ich hier direkt was gesehen. Ein Brocken. Hier, wo zur Hölle sind... Ach, scheiße, wir sind hier wieder. Okay. Gut, das, okay, hol den Aufzug her. Ha, ich frage mich gerade, ob man auch nach unten kann. Wir gehen jetzt erstmal oben weiter. Da waren wir durch. Was ist das hier? Heod. Ah, da bist du ja. Ich habe gerade Shidras Tribute eingesammelt. Der Schöpfer braucht seine Materialien, um zu erschaffen, genau wie jeder andere auch. Also, was hältst du vom Palast? Hübsch, nicht wahr? Welche wundervolle Architektur. Shidra sorgte sich viele Beben lang, dass die Steingeborenen zu gebrochen, zu formlos waren, um die Schöpfung zu erforschen. Glücklicherweise hat sich das nach ihrer Begegnung mit den Schicksalsanbetern geändert. Es gab ihnen etwas, nach dem sie streben konnten, das sie nachahmen konnten. Ihre Kreationen wurden schließlich ihre eigenen, aber alles begann mit einer Nachahmung, glaube ich. Okay. Was hattest du nochmal? Wir haben ein bisschen was übrig. Die Dinger wollten wir kaufen, aber dafür reicht das Zeug nicht. Auf die andere Seite. Ha. Das ist ein Bossraum? Nee. Aber was Ähnliches. Au. Ah, der dreht sich immer um. Auch ein bisschen Geduld bei dem. Oh. Ich sollte jeweils zuerst die ordentliche Heilung verwenden, bevor ich das Heil-Item verwende. Das ist sinnvoller. Weil dann kann in der Zeit die
Heilung wieder sich aufladen. Okay, wo zur Hölle sind wir jetzt hier? Au. Oh. Der war garstig. Halleluja. Mütter, Mütter. Ach du Scheiße. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Was ist hier unten? Ein Dude. Da ist einer von euch. Au. Den kann ich aber so wegmachen. Mist. Muss man ein bisschen geduldiger sein. Okay. Wir eine Heilung einballern. Und das war's hier. Glück gehabt. Das heißt, wir müssen hier weiter. Wir können da durchdashen. Weitere Klumpen oder eine Scherbe, okay. Ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es unten noch was gibt. Okay. Stehen auf wackeligen Füßen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier sein sollten. Ich vermute mal, wir müssen irgendwie den Strom abschalten. Nicht wahr? Damit man nach unten fahren kann, oder? Die Frage ist, wie schaltet man hier den Strom ab? So, ich glaube... Ach, scheiße. Ich glaube, hier sind wir runtergekommen. Oh, warte mal. Nee, das ist uns nichts gebracht. Kommen wir nicht wieder hoch? Wir scheinen da nicht wieder hochzukommen. Okay, was nun? Hier ist es elektrisch. Warum ist nur der Teil elektrisch und der hier oben nicht? Kann man das Ding durchtrennen? Guck mal, da ist so ein Faden. Vielleicht kann man das irgendwie durchtrennen. Hier ist auch so ein Faden. Nee. Der hört da auf.
glaube, es gibt nichts, was ich dagegen tun kann, oder? Warte mal, da oben ist ein sowas wie ein Schalter. Vielleicht muss ich den anhauen? Nee. Sieht so aus wie ein Schalter, aber vielleicht ist es keiner. Sehr mysteriös. Oh. Ja, eine andere Möglichkeit gibt's hier nicht wirklich. Olympia kommt auch nicht mehr raus. Oh. Oder so. Einfach weitergehen. Das ist viel zu dunkel. Bräuchte ich hier echt eine Laterne. Und nun? Ich dachte, vielleicht wäre das der Knopf irgendwie. Dass man das Ding irgendwie runter machen kann oder sowas. Okay, irgendein Setteil. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Sieht nach Gegner aus. Was hält was aus? Irgendwie hält was aus. Ist ein bisschen langsam. Keine Heilung mehr. Sechs Balken oder sowas hat er. Okay. Fast die Hälfte. Ich glaube, Rot ist gut. Macht er immer das. Soweit ich das beurteilen kann. So, Hälfte. Okay, Gesicht macht mehr. Gesicht macht mehr Schaden. Ist aber gefährlicher. Ist aber gefährlicher. So, zwei Balken. Gut, ich meine, wenn er sonst nichts macht, müsste das einigermaßen gehen. Das Problem ist, er wird mich wahrscheinlich one-shotten, wenn er mich trifft. Langsam und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Wir sollten die Waffe weiter upgraden. Mit den Brocken. Hier okay, nicht greedy werden. Sauber runterspielen. Gibt keinen Grund zum Hetzen. Jagdpunkt erhalten. Und 5000. Yay. Okay, das war das. Und nun? Aha. Kommen wir wieder hier raus. Gut. Scheiße. Wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, das gibt nur, das ist der einzige Weg. Huh. Okay, ich guck mal offscreen, ob ich irgendwie einen Weg finde, wie wir von hier wieder rauskommen. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Werde ich mich hier wohl suiciden müssen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Und auf geht's.